Das Format Altmark-Macher-Festival wurde, nachdem im vergangenen Jahr die Premiere in Tangerhütte im Landkreis Stendal stattfand, in diesem Jahr in Salzwedel aufgelegt. Das Altmark-Macher-Festival 2017 lud ganztägig am 1. Juni in und um das Kulturhaus der Hansestadt Salzwedel ein. Für das Wirtschaftsforum zeichnen neben der regionalen Planungsgemeinschaft Altmark die IHK-Geschäftsstelle Salzwedel, das IGZ Big Altmark GmbH in Stendal und die Hochschule Magdeburg-Stendal verantwortlich. Ebenfalls mit im Boot sind die Wirtschaftsförderungen der beiden altmärkischen Landkreise. Das übergreifende Thema war die Digitalisierung 4.0. Und da ging es um mehr als nur den dringend notwendigen Breitbandausbau. Der Vormittag begann mit interessanten Themen, besonders für junge Leute. Die einzelnen Stände auf der grünen Wiese-Lounge vor der Halle boten interessante Beispiele der Digitalisierung unseres Wirtschaftslebens an. Aber auch traditionelle Produkte aus der Altmark wurden vorgestellt. Bei einem Ausstellungsrundgang wurde die Leistungskraft der Altmark überzeugend präsentiert. Landrat Ziecher hatte sichtlich Spaß. Der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, Thomas Wünsch, ist ebenfalls vor Ort. Wir bauen unseren Standort hier in Salzwedel, wird jetzt auf Elektrofahrzeuge umgerüstet, also die gesamte PKW-Flotte. Die jungen Leute sind in der Zwischenzeit im Kulturhaussaal. Hier gibt es eine hochinteressante Vorlesung zum Thema Recht im Internet. Insbesondere die rechtlichen Konsequenzen eines Eintrages bei WhatsApp oder Facebook wurden hier den Zuhörern deutlich gemacht. Und dankbar aufgenommen. Ich fand es sehr interessant und informativ, was für Rechte wir hier überhaupt haben. Ja. Und auch für Pflichten? Genau. Ist das was, womit man sich eigentlich dann doch noch nie so beschäftigt hat? Das stimmt schon. Also sonst informiert man sich ja darüber jetzt nicht wirklich. Auch man wird das ja auch nicht irgendwo anders gesagt. Ich finde das gut, dass hier auch in Salzwedel sowas veranstaltet wird und dass man den Leuten dann Informationen gibt und sie berät. In einem Pressegespräch informierten die Veranstalter über Inhalt und Ziele des Festivals und hoben erneut die Bedeutung der Digitalisierung der Altmark hervor. Nur mit Hilfe einer modernen Infrastruktur kann die Altmark bestehen. Will man junge Familien hier halten oder herholen, dann ist schnelles Internet eben eine der grundlegenden Bedingungen, damit die Leute auch von hier aus arbeiten können. Die notwendigen Investitionen, so Landrat Ziecher, sollen bis 2019 erfolgt sein. Professor Patzig, Prorektor der Fachhochschule Magdeburg-Stendal, betonte, dass es früher notwendig war, in der Stadt zu wohnen, um Zugriff auf Bibliotheken und andere Informationsquellen zu haben. Wenn wir wollen, dass anspruchsvolle Arbeitsplätze in der Altmark entstehen, dann brauchen wir das schnelle Netz, um an die notwendigen Informationen heranzukommen. Hier gibt es durch die Digitalisierung mehr Chancen als Risiken für neue Arbeitsplätze. Der Landrat des Landkreises Stendal, Carsten Wulfänger, zur Notwendigkeit der Digitalisierung in der Altmark. Das heißt, dass man die Kabel in der Erde haben muss. Und dafür brauchen wir nicht nur, dafür brauchen wir die Datenautobahnen, so wie wir immer sagen. Das heißt, wir müssen jeden Haushalt, jeden Betrieb anschließen an das schnelle Internet und da wollen wir keinen Zwischenschritt machen, sondern wir wollen gleich die Gigabit-Gesellschaft, das heißt Glasfaser bis in jeden Haushalt, weil nur das ist die Zukunft, alles andere würde nochmal immer wieder Investitionen bedeuten. Im Rahmen des Altmark-Macher-Festivals präsentierten sich über 40 Unternehmen und Institutionen aus der Region auf einem Firmen- und Existenzgründermarktplatz. Unter der Überschrift Digitalisierung 4.0 zeigten die Aussteller, was Digitalisierung heute und morgen bedeutet. Zudem konnten sich über 500 Schüler aus der Altmark zu den Themen Berufsorientierung und Ausbildungschancen informieren. Das ab 14 Uhr stattfindende Wirtschaftsforum Digitalisierung 4.0 wurde von Adolf Faeser, Vizepräsident der IHK Magdeburg, eingeleitet. Seinen Vortrag schloss er mit einem Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt. Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Themenschwerpunkte des Forums waren Maschinenbau, Softwareentwicklung, Gesundheitswesen, Unternehmensorganisation und erneuerbare Energien. Wolfgang Schlag,
Mitarbeiter am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut Berlin zeigte in seinem Vortrag die Entwicklung der Kommunikationstechnologie beginnend mit dem Buchdruck auf und begründete sehr anschaulich, warum die Breitbandtechnologie bei derzeit angestrebten 50 Mbit eher schon wieder veraltet ist, und er empfiehlt hier dringend, mit Augenmaß höhere Ziele anzustreben. Dazu noch einmal der IHK-Vizepräsident Adolf Faeser. Es geht wirklich nicht, dass wir hier noch 2 Jahre oder sogar noch länger warten, bis nun das letzte Glasfaserkabel auch hier unsere Kunden oder unsere Bevölkerung irgendwie erreicht. Das geht nicht. Wir müssen hier mit vereinten Kräften engagiert daran arbeiten und das umsetzen und die Bedingungen schaffen. Das ist mein größter Wunsch hier für alle Altmärker, damit wir hier auch bessere Bedingungen haben, dass wir die Arbeitskräfte hier behalten und dass wir die Arbeit und die Firmen auch hier in der Region halten und eben weiterhin unsere Altmark auch gestalten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema können Sie in voller Länge auf IHK TV in einem gesonderten Beitrag verfolgen.